So, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Anno 2070, die Tiefsee. Wir sind natürlich immer noch dabei, hier unsere Kosten zu decken. Wir sind jetzt bei minus 405 Credits. So geht das nicht weiter. Wir müssten neue Häuser bauen, damit wir auch nicht sofort sterben, weil wir kein Geld mehr haben. Wir sind ja richtig griechisch hier, merke ich gerade. Das muss verhindert werden. Sonst wäre ja unsere Pleite nicht mehr... Alter! Bau doch einfach richtige Häuser. Mach doch einfach so, wie ich das möchte. Bleib da. Und wenn ich drüber ziehe, bleib auch da. Mann. So. Ganz einfach. Kann ich hier noch ein paar Häuser bauen. Da und da. Und da. Und da. Kann ich eigentlich die Steuer noch erhöhen? Ja, ich kann die Steuer erhöhen. Das heißt, ich zögere mein Pleite noch ein wenig hinaus. Minus 370, das ist schon deutlich weniger als minus 450, wo wir eben waren. Waren wir bei minus 450? Ich glaube, wir waren da. Ist auf jeden Fall deutlich besser. ETO. Oh, ETO will ja Fisch haben. Ich erinnere mich. Das heißt, wir können über ETO noch ein bisschen Geld verdienen. Da wird natürlich sofort alles in die Wege geleitet, um diese Möglichkeiten auszuschöpfen, die wir hier haben. Füge ich mal nach unten. Ich glaube nämlich immer noch fest daran, dass ein Trimaran schneller ist, wenn er unter Wasser ist. Und hier ist irgendwie eine versuchte Forschungseinrichtung, habe ich eben gelesen. Bedeutet Ihre Rückkehr etwas Gutes für ETO? Nein, das bedeutet nie etwas Gutes. Ihr Beitrag bringt ETO einen weiteren Schritt voran. Mir bringt's Geld. Nämlich genau das Geld, was ich für den Trimaran vorhin. Ein paar Einzelstücke, mehr ist es nicht. Ich bin einverstanden. Halt die Klappe. So. Gehen wir mal hier, wir können nämlich aus den versunkenen Forschungseinrichtungen Prototypen bergen, die man braucht, um in der Akademie Superforschung zu betreiben. Also in der Akademie, nicht im Forschungslabor. Akademien werden freigeschaltet später und wir haben einen neuartigen Molekularfilter, der ist selten. Seit 2035 wurde der CO2-Ausstoß um 64% reduziert. Da steht verringert, ich weiß. Ist hier auch noch einer? Vielleicht ist hier noch was? Vielleicht hier? Vielleicht da? Vielleicht dort? Da ist noch was! Ja! Noch eine Forschungseinrichtung, cool. Und da drin war ein Meta-Steuerungsprogramm. Oder eine Beta-Phase. Mhm. Da ist eine Insel, die am Kontinentalrand auftaucht. Das ist doof. Da möchte ich nicht raufgucken. Hier ist noch was. Hier ist noch was. Ah, da ist noch eine. Jawohl. mein Forschungs... Jemand versucht, unsere Forschungsergebnisse zu entwenden. Wir müssen handeln. Nein. Wir werden ja sehen, welche Konsequenzen... Und da drin war ein vollautomatischer Analyse- und Optimierungsroboter. Cool. Vielleicht ist hier noch was. Hier ist noch was. Vielleicht ist hier noch was. Vielleicht ist hier noch was. Das ist nichts. Das ist auch nichts. Nein, nein. Hier ist nichts. Nein, nichts. Im Kontinentalrand. Hier ist was. Hier ist was. Ist hier eine? Verdammt, hier ist nichts. Fahr schon mal hier hin. Wir gucken mal hier weiter. Vielleicht kommt hier noch eine kleine... Warnung. Produktion gestoppt. Ja, jetzt bin ich im Entdeckerfieber, ja, also... Hier ist mein Entdeckergeist geweckt. Habe ich ja eben schon gesagt, ich weiß. Das ist mir nicht entfallen, dass ich das schon mal gesagt hatte. Ist da vielleicht was? Hier sieht aus, als ob es gut ist. Da nicht. An der Küste da hinten auch nicht. Hier ist also auch nichts, was... Kann 10 Minuten lang die Luft anhalten. 10 Minuten am Stück in der Unterwasserkamera verbringen. Hä? Nee. Ich war nicht 10 Minuten am Stück unten. Oder? Also wäre mir jetzt neu. Also für mich waren es keine 10 Minuten. Dürften auch im Video keine sein. Aber na gut. Wenn er meint. Dann habe ich natürlich den Erfolg sowieso verdient, weil ich... Weil ich es kann. Ach, hier ist noch was. Aber hier ist auch wieder keine Forschungseinrichtung. Oh, wie kacke. Alarm, Feuerausbruch. Was? Ja, lass es abbrennen. Eine Feuerwehr ist mir zu teuer, deswegen kann das kontrolliert abbrennen. Ja, gut, jetzt habe ich nichts mehr gefunden. Jetzt kannst du auch auftauchen. Und wieder dahin. Wo brennt's denn? Es brennt da voll am Arsch. Ist mir egal. Baue ich nachher ein Haus wieder hin. Brenn schneller, du Drecksding. Los, brenn, verbrenne. Ich baue jetzt ein Forschungslabor. Sehr schön. Hehe, freue ich mich. So, gehst du jetzt endlich in Flammen auf, oder was?
Alter, mach jetzt hin. So langsam kann man gar nicht brennen. 160, 100, jetzt mach schneller. Jetzt fallen dir zusammen, fallen dich zusammen. Hört sich hier bekloppt an. Hm. Und jetzt ist auch wieder gut. Bist du jetzt fertig oder was? Und ich warte und ich warte und ich warte. Auf jeden Fall ist es bei denen hier noch deutlich billiger als der Feuerwehr zu bauen. Feuer eingedämmt. So, und wir neu eins bauen. Und ich würde sagen, wir packen den ganzen Quatsch, den wir gefunden haben, ins Kontor. Und laden ein. Ganz viel Werkzeug. Kein Fisch. Ich wollte gar keinen Fisch. Jetzt habe ich den irgendwie unter Bord geworfen. Würde ich gar nicht. Hallo. Hä? Ich wollte den einladen. Jetzt. Ja, jetzt werfe ich ihn über Bord. Und das Maximum an Bauzellen holen wir auch noch raus. So, es sollte an Werkzeugen reichen. An Bauzellen wird es nicht reichen. Denn ich möchte ja meine erste Unterwasserinsel jetzt besiedeln. Jetzt endlich, nach Ewigkeiten. Na, noch ein paar Wurzeln vielleicht für mich. Dankeschön. Noch eine? Eine noch. Na komm. Dann habe ich 32, das sollte reichen. Okay, wir gucken uns mal diese an. Was gibt's hier? Hier gibt's Algen, Mangan und Schwammkulturen und einen Haufen an Bauplätzen. Wie viel gibt's hier bitte? Ja, unendlich viele Bauplätze. Hä? Wie viele? Hier gibt es 98.000 Tonnen Öl und 8 Bodenschatzplätze. Boah, was? Tauch mal ab. So, dann suchen wir uns eine möglichst große freie Fläche. Wir wollen nämlich Schwammkulturen bauen. Ne, wollen wir gar nicht. Algenfelder. Ja, für Algengrütze. Ist billig die richtige Gründung. Du Idiot, wieso baut mir hier eine Stadt? Da wollte ich doch bauen. Moment, wollte ich gar nicht. Da kann das hin, ja genau. Ach ja, ich muss ja noch so ein Gezeitenkraftwerk bauen. Ansonsten habe ich ja wieder keinen Strom. Warnung. Verschuldung erreicht kritischen Wert. Ja, 500 im Minus. Pff, ist doch nix. Da hat Griechenland doch viel mehr Schulden, oder nicht? Also ich finde, das ist lächerlich, was er mir hier als kritische Verschuldung anrechnen will. Bin der Meinung, das geht viel schlimmer. Und da schlimmer immer geht, ist mir das egal. So, so, so. Und du, und du. Und dann mache ich hier noch so ein altes Ding hin. Nee, wollte es dahin. So. Hier durch. Dahin. Dahin. Und da auch noch. So. Bin ich jetzt mit minus 600. Oh Gott. Ich verliere. So viel Geld habe ich ja noch nie verloren. Dann muss ich die Route umändern. Dann muss ich hier nämlich noch... Nein, nein, nein. Runter da von der Route. Muss ich diese Stadt mit Rock Bikini Bottom muss ich dazu fügen? Oder Bikini Bottom mit eingeladen. Funktionelles Produktionsstillstand. Essen. Tektonika lädt aus funktionelles Essen. Ja. Rock Bottom, du hast alles eingeladen, was du nicht sollst. Komm mal hier hin, lad das mal aus. Oh Mann, ich habe kein Geld mehr. Ich will hier so schnell Geld, dass ich gar nicht mehr zugucken kann. Da kann man ja richtig zugucken, wie die Zehntausender purzeln. Ist ja schlimmer, als wenn ich Monopoly spiele. Also ich glaube, da muss ich noch ein bisschen gegensteuern mit neuen Steuern. Ich hebe jetzt eine Steuer auf Forschungsgelder. Also wenn SAET hier wieder Forschungsgelder gibt, dann kriege ich davon was ab, ihr Penner. Glaubt ihr aber nicht, dass ihr das selbst behaltet. Nur weil ihr angeblich gemeinnützige Forschung betreibt, ja? Weil das reicht wieder. Dafür reicht's wieder nicht, ne? Oh, das gibt's doch nicht. So, da eine Straße rüber.
da eine Straße rüber. Und eine Querverbinder. Mal gucken, ob jetzt die Bauzellen schon mal reichen. Für da, 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 da. Und da. Eine Bauzelle fehlt mir. Oh, ist das mies. Eine einzige Kackbauzelle, das gibt's doch gar nicht. Ich bin angepisst. Du Penner. So, dankeschön. Jetzt ist die Stadt ein bisschen größer geworden. Bin trotzdem noch minus 500 und habe jetzt nur noch 79.000. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber ich habe doch ein bisschen Geld, kriege ich jetzt dazu wieder. Vielleicht kann ich noch handeln mit irgendjemandem. Möchte jemand vielleicht Carbon kaufen? Ach nee, das brauche ich ja alles. Oh, Mist. Ach, verdammt, Kacke. Aber Öl habe ich genug, das kann ich mir wieder verkaufen. So, dann fahre ich mal zu dem Rufus vorn, fahre ich mal hoch, verkaufe mein Öl und dann nehme ich mein Carbonstahl hier nach Venera. Dann werde ich nämlich endlich die, wie ist es? Die Kaffeeplantage kaufen. Also Kaffee wäre jetzt echt nicht schlecht. Dann brauchen die Kaffee und Zucker und dann machen die daraus hier... Gibt's lecker Cola oder was? Minus 565, das ist... Hier bin ich voller Inspiration. Erst gestern habe ich eine neue Erfindung gemacht. Ja, schön, denn dass Laboranten Erfindungen machen, ist natürlich super. Passt total in ihr Themengebiet. Ist natürlich alles so korrekt. Ich weiß nicht, wie man darauf kommen kann, dass das nicht so korrekt ist, aber... Ich sag dazu jetzt erstmal nichts. Ist, glaube ich, das Beste. Hallo, kriegt ihr jetzt bald mal euer Essen oder was? Es muss doch jetzt langsam Essen im Lager sein. Wie viel Essen hast du mit? Gar nichts. Hö? Ach, Kacke. Wieso hast du denn Bauzellen an Bord? Lad das alles mal aus. So. Jetzt sollte es wieder gehen. Sollte vielleicht etwas frei sein. Ein bisschen doller. Ein bisschen besser. Ein bisschen freier. Sollte besser funktionieren. Wir verkaufen das Öl. Die Firma hat immer ein gewisses Warenkontingent vor Ort. Ja, super. Ein mustergültiger Handel. Was verkauft er da bitte? Geoseismic Dämpfer 2.0 verbessert sämtliche Gebäude des Typs Geothermiekraftwerk auf einer ihrer Inseln. Unfallwahrscheinlichkeit minus 25%. Aber 3000 Lizenzen. Boah, wie krass. Ich würde ja gerne das Itemangebot wechseln, aber ich habe kein Geld für sowas. Für so einen Schnickschnack. Guck mal, ja, kriegst du auch noch. Guten Stoff kriegst du dafür. Ich meinte, kriegst du dafür auch noch. Bauen wir die mal einzeln. Bauen wir eine Einzelreihe Häuser. Eine Reihe Einzelhäuser. Da auch noch eins. Da auch eins. Und da. Und dann bauen wir wieder mal Straßen. Ein Reihenhaus. So. Querstraße. Verbindungsweg. Sehr schön. Habt ihr jetzt bald mal euer funktionelles Essen? Ja, endlich. Jetzt erreicht meine Verschuldung wenigstens nicht mehr so ein extremes Niveau. Schuldenabbau. Schuldenabbau. Okay, da hast du jetzt Carbon. Dann kannst du jetzt, wenn ich dich hier hinsetze, Koffeinplantagen bauen. Oh, sind die teuer. Habt ihr den Arsch offen oder was? Ja, 40. 40 kosten die, das gibt's doch wohl nicht. Wie kann man sich denn sowas leisten? Das geht doch gar nicht. So viel Geld hat doch kein Schwein. So, da kommt eine hin. Da kommt auch noch eine hin. Vor allem brauche ich 6 von diesen Riesenfeldern hier, das gibt's doch nicht. Spiel gespeichert. Das Spiel wurde gespeichert, tatsächlich. Ja, das gibt uns natürlich wieder den Hinweis, dass wir unsere Koffeinplantagen hier erst in der nächsten Folge weiterbauen, wenn es wieder heißt Let's Play
Age of Empires. Nein, was ist Age of Empires? Was für ein Blödsinn. Wenn es wieder heißt, Let's Play Anno 2070, die Tiefsee. Ich hoffe wie immer, euch hat diese Folge gefallen und sage bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.